Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem, zu einem weiteren Let's Play The Evil Within mit Paxis. Wir sind immer noch im Resident Evil House und ja, brauchen ein zweites Zahnrad. Höre ich Donner. Tage des Donners, Tage des Zorns. Ich glaube, draußen ist etwas Unwetter. Hier schweben wieder merkwürdige Glutbatzeln rum. Kann aber auch ein Zeichen von dem Typ hier sein. Der sich... Scheiße. Was ist zur Hölle? Was genau muss ich jetzt hier machen? Außer halt nicht sterben. An das rote Licht schießen oder was? Hä? Bin ich doch etwas verwirrt. Wo kam denn schon wieder diese... Scheiße, aber was für ein Glück, oder dass wir gerade gespeichert hatten, ey. Was für ein Glück. Anders können wir es nicht sagen. Jetzt ist halt die Frage, war das wieder nur Zufall, dass diese Kacke kommt mit diesen Todesrollen, oder kommt das immer an der Seite, an der Stelle? Könnten wir ja erstmal die anderen Räume durchsuchen, bevor wir da wieder hingehen. Zum Beispiel den hier. Ah, da haben wir das Bild, das in unserer Anderswelt drin haben, nur halt in groß, und es ist nur die Frau da durchgeschnitten im Auge, aber das Gesicht vom Kind ist noch da, von Rubik oder wie er hieß. Ach, hier haben wir auch das zweite Zahnrad. Unteres Zahlenrad, ein altes Zahlenrad eines Safes mit Ziffern 0 bis 9. Könnt ihr hier eine Zahl erkennen? Oder steht das zwei Köpfe für zwei? Hätten wir einmal die 11 und einmal die 2. 11.2. oder 2.11. Oben 11, unten 2. Hm. Mehr kann ich daran nicht erkennen. Ja, dass die hier rumgeistern soll, das habe ich ja gehört oder mitbekommen. Das scheint ja drin in diesem Bericht von Rubik. Oh, diese Schnitte in diesen Augen waren aber gerade eben noch nicht bei den anderen Gesichtern. Die waren auf jeden Fall nur bei dem Mädchen. Ja, geil, wenn jetzt die Augen von Rubik bewegen würden, aber machen sie leider nicht. Krass. Sieht fast so aus wie die Marienstatue, die wir immer zerschlagen, um Schlüssel zu bekommen, aber scheint nichts damit zu tun zu haben. Krass, das sind die gleichen Bilder. Wie, oder fast die gleichen. Wie in meiner anderen Welt. Der ich sicher zu sein scheine. Okay, hier gibt's also sonst nichts weiter. Zu. Na gut, dann würde ich jetzt trotzdem... Moment, wir gehen nochmal... Ja, es ist total lächerlich, aber wir gehen jetzt nochmal speichern. Und dann erst nochmal hoch zu diesem komischen Ding, zu der komischen Walze. Vielleicht bringt mich die Frau jetzt auch um, weil ich zu oft herkomme. Ich weiß es nicht. Ach, diesmal direkt vor den Dingern. Hm. Ja, da fehlt nämlich anderes, wie man sieht. Noch lange keine neue Post mehr, neue Zeitung mehr. Falsch. Puh, na hoffentlich weiß ich diesmal, wie es geht. Er hat auch automatisch die Pistole genommen. Habt ihr das gemerkt? Ich frage mich, was in der Situation passiert, wenn man keine Munition mehr hat, ob man da trotzdem einfach wieder welche hat. Ach Moment, ich glaube, er hat mittlerweile auch mehr Schrotflinte verbraucht. Was? Wo ist denn die Schrotflintenmunition hin? Da waren doch noch zwei Schuss. Verdammt. Jetzt kommt auf Garantie wieder unsere Ruhweg, nervt rum, wir müssen wieder wegrennen.
Was sind plötzlich Zombies da? Was? Wo kommt der denn her? Und die? Ah, hier ist eine Falle. Eine Falle ist hier. Sehe ich gerade. Warum waren wir eigentlich in dem Raum noch nicht drin? Ein Bad. Ein Kartenfragment. Oh, ich glaube, wir haben Kartenfragment 15 nicht eingesammelt. Die ist wohl überall und nervt immer rum, oder was? Ein matter Spiegel. Kann ich die Falle entschärfen? Ja, aber ich kann nichts einsammeln. Das war das einzig Logische, dass wir dieses rote Ding schießen sollen. Wie soll man da auch beim ersten Mal drauf kommen, ey? Aber ich glaube, wir haben echt keine Munition dafür verbraucht. Ist aber auch halt, naja... merkwürdig, aber okay, sage ich mal, für das Spiel. Ich meine, das kann man ja auch in dem Spiel alles erklären, weil ist ja ein Verrückter, der es mit seinen Gedanken ja alles verändern kann. Drüben noch weiter? Okay, ich gehe doch erstmal hier rein. Ha! Wieder mal ein Schlüssel. Lag hier nicht irgendwas? Nee. Leer! Toll. Umsonst Kraft verschwendet, das aufzumachen. Was? Das ist auch wieder ein Bild aus unserem Vorzimmer. Wenigstens etwas. Aber wir haben sogar momentan voll Energie und 3 Spritzen. Ein geheimer Durchgang. Scheint auch irgendwo wieder ein Zombie zu sein. Nochmal. Na logisch, sonst können wir das ja nicht öffnen. Das habe ich mittlerweile auch schon wieder vergessen, wo das Zimmer war mit diesen Zahnrädern drin. Verdammt. Ich habe Angst. Seine Augen bewegen sich sogar. Nummer 12, Test 71B, Elektronenplatzierung A2. Stimulation der Amygdala, Ursprung der Emotionen und Erinnerungen, das Angstzentrum. Nein. Also in A2 rein, oder was? Ich das richtig sehe. Proband fühlt nun wie ich. Doch dieses Gefäß ist viel zu schwach, um die seelische Belastung zu überstehen, die ich täglich erfahre. Gut. Kontrollpunkt gespeichert, nice. Wo war denn jetzt dieser Tresor drin? Oh Vater, wenn du nur wüsstest, wie erfüllend dein Gesichtsausdruck ist. Hast du gedacht, dass ich mich in Luft auflöse? Wenn du mich einsperrst, aus den Augen, aus dem Sinn. Hast du? Das hast du, nicht wahr? Nun, du bist mir nie aus dem Sinn gegangen. Ich hoffe, ihr seid stolz auf euch. Lagen die Leichen auch vorhin schon hier? Meiner Meinung nach nicht, oder? Dann kann ich mich definitiv nicht erinnern.
Nein. Hilft das denn wirklich? Da muss doch sehen, dass ich hier bin. Es hilft nicht, so wie ich es mir gedacht habe. Sinnlos. Aber schön, dass er einfach noch eine Hand auflegt und dann sterbe ich. Aber ich frage mich, wenn er will, dass ich sterbe und er so viel Macht hat, warum bringt er mich nicht einfach um? Also, verstehe das nicht. Warum er mir doch noch irgendwie eine Chance gibt, nicht zu sterben und rauszukommen, das ist irgendwie merkwürdig. Das kann ich irgendwie nicht nachvollziehen. Es sei denn, er braucht einen starken Kämpfer, der ihn abhauen kann, irgendwas, keine Ahnung. Oh Vater, wenn du nur wüsstest, wie erfüllend dein Gesichtsausdruck ist. Hast du gedacht? Komischerweise kommt er nicht nochmal an der Stelle, aber die Falle ist wieder da. Wo ist denn die Falle wieder da? Egal, ich werde jetzt erstmal hier lang gehen und gucken, ob es da noch irgendwas Spannendes gibt. Darf man nicht vergessen, irgendwie zu dem Tresor zurückzufinden. Na, nicht, dass die hier noch aufsteht. Sicherheitshalber. Ist auf jeden Fall irgendwo Zombies. Hallo? Perfekt. Warum verbrennt er denn nicht? Er liegt direkt im Feuer. Hallo? Komisch. Wie Munition haben wir denn jetzt von der Pistole? 30, nice. Denkst du, ein bisschen können wir noch mit der Schrotflinte rumlaufen? Sieht ja schon wieder aus wie so ein halbes Abstellzimmer. Ah, mit Tonbandgerät. Hallo. Stimulation der kortikalen Region mit maximaler Frequenz hat sich als wenig wirksam herausgestellt. Die Probanden schreien und schreien, aber sie sterben zu schnell. Individuelle Einstellungen zeigen bessere Ergebnisse. Die einzige Frage ist, auf welche Region ich mich konzentrieren sollte. Angst? Einwilligung? Vertrauen? Nein. Drei davon sind von zentraler Bedeutung. Doch welche öffnet die Tür? So, ich denke, jetzt werde ich erstmal wieder auf Pistole. Oh fuck, was für ein geiler Trick, ey. Scheiß Zombie mit Gel, ich konnte nicht mehr abbrechen. Verflucht. Jetzt werde ich, wenn ich diese Axt verbraucht habe, erstmal wieder auf Pistole gehen, denke ich. Damit wir unsere Schrotflintenmunition wieder ein bisschen aufheben können. Ah, und da kommen wir auf der anderen Seite raus. Interessant. Dann wird wahrscheinlich dieses... Oder dann könnte dieses... Zahnrad-Dingens vielleicht... Jetzt nur noch eins. Vielleicht das dritte Ding da sein. Da war bestimmt dann da drüben drin, oder? Aber wir gehen sicherheitshalber erst mal speichern. Ach so, ja. Dann nimmt er ja automatisch die Axt weg. Jetzt haben wir die schon nicht mehr. Sinnlos, oder? Die verschwindet einfach am Nichts. Oh, ich hätte sie vorher ablegen müssen. Ja, wir wechseln erstmal. Geht es Ihnen nicht gut? Auf die Pistole. Wir können ja mal gucken, ob wir irgendwas verbessern wollen. Ein bisschen Schleim müssen wir wieder eingesammelt haben. Und mir fällt gerade ein, wir haben einen Schlüssel. Schauen wir mal, was wir dafür bekommen. Schleim, aber das sieht irgendwie nicht so viel aus. Doch, 5000. Na, da war es doch genau richtig, dass wir nochmal hinsehen, bevor wir jetzt uns einschleimen gehen. Ach, diesmal konnten wir sogar auftreten. Cool, da geht's schneller. Schleimi Schleim. Schauen wir mal. Oder waren es 16.000 für maximale Schrotflinte? Ich weiß gar nicht mehr.
15.000, dann brauchen wir noch 300, wisst ihr was? Dann werde ich jetzt auf jeden Fall erstmal die 300 noch sammeln und dann meine Schrotflinte auf Maximum bringen, damit wir einfach nicht mehr ein Munitionsproblem bekommen in dem Spiel. Was einfach ärgerlich ist, immer gerade vor allem, wenn man Schrotflintenmunition liegen lassen muss, ist es immer ärgerlich. Hier müsste das drin gewesen sein. Problem ist ja, wir haben ja gemerkt, es können immer wieder Zombies kommen. Deswegen, nur weil wir hier schon mal waren, ist das nicht wirklich ungefährlicher geworden. Und vor allem auch nicht unheimlicher verflucht, dieses scheiß Blut hier. So, was, geht's von alleine? 11-2, habe ich doch gesagt, 11-2. Es war 11-2, wie ich es gesagt habe. Nice. Dann hätten wir es uns ja gar nicht angucken müssen. Da hätte ich mir es ja gar nicht merken müssen, wenn das dann sich von alleine merkt. Was ist denn hier los? Warum sind denn überall solche Tresorköpfe, die explodiert sind? Genau wie bei dem komischen Gegner, den wir hatten. Ah, wusste ich's doch. Das ist auch wieder mit einer kleinen Bibliothek. Wahrscheinlich hier nur Fachbücher über Gehirn. Der zwinkert aber nicht mehr. Test 88C, Vorbereitung limbisches System, dritter Versuch. Elektrodenplatzierung C4, Stimulation des... Doch, hat gezwinkert, oh mein Gott! Zentrum der Hoffnung. Okay. Befeuerung der Hoffnungsachse verbessert das Beherrschen des Probanden, aber es ist noch nicht ausreichend. Wo sollen wir uns jetzt reinstecken? In Hoffnung? In Hope? Von unten links oder was? Hier irgendwie? Tatsache! Er lebt halt echt noch, dieser Freak! Aber wir kommen weiter, wie es aussieht. Das ist schon mal gut. Passiert auf Garantie noch irgendeine Scheiße, ey. Die Klinik hat dieses Jahr nicht die übliche Spende deiner Familie erhalten. Und warum sollten wir spenden? Hat die Klinik irgendetwas von Wert hervorgebracht? Deine Familie hat bisher immer einen großzügigen Beitrag geleistet. Wo sind deine Eltern? Sie sind weg. Wann kommen sie zurück? Gibt es sonst noch was zu besprechen, Doktor? Ich wollte dich darüber informieren, dass die Klinik dir nicht länger Unterstützung und Materialien zur Verfügung stellen kann. Du wirst deine Forschung kaum aufrechterhalten können. Wie kannst du es wagen, hierher zu kommen und mir zu drohen? Also scheint er doch miterlebt zu haben, wie er erwachsen geworden ist und dann immer verrückter und irgendwelche crazy Forschungen macht. Zumindest scheint mir das. Jetzt logisch zu sein. Oder das Logischste, sag ich mal. Scheiße, Mann! Zum Glück haben wir mittlerweile so viel Munition. Ein fetter und ein kleiner. Dann nimmt er irgendeine Waffe, eine Sichel oder so, die können wir wohl nicht nehmen, um einen einmalig zu zerhacken. Aber auf jeden Dicker wurde das Zeit. Wollen wir nochmal speichern gehen vorher? Er kennt mich. Breit gebaut, braun gebrannt, 100 Kilo Handelbahn. Ich meine, wir haben halt sonst eh nicht die Möglichkeit, immer zu speichern, wenn wir das wollen. Deswegen können wir ja ruhig mal davon Gebrauch machen, wenn das möglich ist. Und jetzt haben wir ja auch Schleim eingesammelt. Das heißt, es macht doppelt Sinn. Ach, wir sind direkt hier. Ach, wie perfekt. Genau 15.000. Wir haben genau 15.000. Perfekt. Ah, wird das geil. Wird das geil, Freunde. Ja, Baby, ja, Baby, ja. Ah, perfekt. So, jetzt können wir, denke ich, dann auf Schadenserhöhung gehen. Für Pistole und Schrotflinte, wenn wir jetzt hier maximale Traglast haben. Oh, ich habe nicht gespeichert, ich Idiot. Es wäre ziemlich blöd, das nicht zu machen.
Geht es Ihnen nicht gut? Kann man nicht einmal normal aufwachen? Oder so wie am Anfang im Bett? Das war eigentlich auch ganz angenehm. Zumindest angenehmer als das hier, ey. Gut, dann würde ich sagen, bevor wir durch die komische Dressurtür gehen, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit man euch lobt. Und wir sehen uns dann quasi beim nächsten Mal wieder, wenn wir hier durchschreiten. Also dann, bis morgen. Tschüss.